So Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Tomb Raider. So, meine Sonntagsverpeiltheit sollte auch weg sein, da wir jetzt Montag haben. Und ja, ich sollte jetzt auch leiser sein, weil mein Mic hat irgendwie beim letzten Mal so ein paar Probleme aufgewiesen. Naja, egal, wir müssen auf jeden Fall darüber, genau. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Da unten ist ein Boot, okay. Ah ja. Da hinten haben wir auch noch was. Gehen wir einfach nachher mal hin. Erstmal ein bisschen Möwen verjagen. Oh, immer wieder ultra schön das Spiel. Okay, haben wir noch irgendwas? Nein, aber nichts. Na gut, dann lass uns mal nach oben gehen. Bergungsgut. Oh, drüber. Juhu. Oh, sieht das nice aus. Okay, das ist auf jeden Fall die Kletterwand. Bevor ich das nicht bemerke, ne? okay, wir müssen darüber. Wer zum Teufel sind die? Oh, shit. Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Tja, wo bist du? Wo bist du? Wo ist der andere? Da. Oh, mein Controller ist aus. Okay. Ich habe hier keine neuen Batterien und ich bin mir auch sicher, dass der doch genügend Batterien haben sollte. Naja. Warten wir einfach mal ab. Das sieht aber nicht gut aus. Ja, manchmal hat mein Controller aber auch so einen kleinen Wackelkontakt und ja, schaltet einfach auf die Batterien und geht aus. Werden wir gleich wieder sehen, falls das wieder der Fall sein wird. Okay. Hier ist nichts mehr. Ja, Lara. Sie läuft einfach dagegen und macht's kaputt. Okay. Gar nicht gesehen. Sag mal, die kann aber hochspringen. Also, ich meine, in der Position könnte ich das nicht. Aber ich bin ja auch nicht clever. Oh, es läuft so schön flüssig. Moment. Nach was haben wir jetzt nochmal gesucht? Nach dem Anker oder was? Nehmen Sie den Flaschenzug an sich. Ach so, okay. Ach da! Natürlich. Sehr schön. Ja, wie oft passiert es schon, dass man Dinge, die einem, ja, die einfach vor der Nase sind, bemerkt? Ich bin hier! Es ist wirklich immer so. Immer wenn irgendwas genau vor der Nase ist, dann bemerkt man es nicht. Und jetzt wird wieder geskillt. Ja. Okay, gut, ich dachte schon. Na dann. Ja, ich muss springen, damit Lara schneller ist, ja. Epic Voice Crack. Danke.
ist? Alex müsste längst zurück sein. Dr. Whitman! Oh! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ja, natürlich. Meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte. Oh, what the fuck? Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Das ist kein Bogen mehr, das ist ein... ja, ein etwas. Okay, Compound-Bogen. Waffe modifizieren, bla bla bla. Okay, Rekursivbogen zu Compound-Bogen. Okay. Und Whitman ist ein ganz, ganz schlechter Lügner. Naja, gut. So. Wir haben das hier fast voll, also... Ja, wir brauchen nur noch einen. Können wir allerdings erst machen, wenn wir wenn wir der Specialist sind. Boah, was ist denn gerade los? Ja, gut. Was machen wir denn da? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal, ja, den erfahrenen Mörder. Okay, sammeln Sie mit Kopfschüssen, Exekution und lautlosen Kills zusätzliche EP. Okay, das ist nice. Und neuen Fähigkeitsrang freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den höchsten Fähigkeitsrang freigeschaltet. Lara kann nun ihre beeindruckendsten Fähigkeiten erlernen. Das liest man auch gerne. Okay. So, aber mehr können wir auch gar nicht upgraden. Ja. Und hier können wir auch nichts machen. Holy shit. Sieht sich das mal einer an. Das ist ja abartig, ey. Na gut. Da werden sich die Gegner mal freuen. Na gut. Whitman. Ja. Und das Ganze auch noch schön mit Sandalen. Ah, ne, doch nicht. Das sah nur so aus. Hast du was gefunden, um dich abzulenken? Eine alte Ausgabe? Ja, eigentlich wollte ich ja mit Whitman reden. Grausame Ironie. Naja, am Ende entkommt er von der Insel. Nehmen wir das als gutes Zeichen. Soll jetzt mit Whitman. Na komm. Lara, ich hoffe, du verstehst mich. Oben im Palast konnte ich nichts für euch tun. Das sagten sie schon. Ja, ich kann jetzt nicht reden. Ich will festhalten, was ich hier sehe. So viel faszinierende Geschichte und Kultur. Er schaut sich die Decke an. Ja, und schreibt während das in das Buch. Da kann ja nur Künstlerisches bei rauskommen, ja. Okay, wir müssen jetzt da lang. Lara, die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen.
Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Oh ja, da gehe ich von aus. Über die Felsen bei dem Dock. Schauen wir einfach mal. Ich erstmal ein bisschen was abfackeln. So. Na, Bergungsgut. Und schön Pfeile. Hallo Pfeile. Achso, wir haben schon genügend. Holy shit. Können wir den Vogel anbrennen? Na, geht nicht. Okay, schießen Sie Seilpfeile auf raue Felswände. Sweet! Wunderbar. Was ist das denn? Was ist das? Okay, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Erreicht sie das Wrack der Endurance? Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Valek, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Angesenkt. Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Tja, das werden wir wohl nie erfahren. Oder eventuell doch in irgendeinem Tagebucheintrag von irgendeinem kleinen Mädchen. Ich bin mir mal... Boah! Sag mal, was ist nur los gerade? Ich gehe mal nicht davon aus, dass das irgendeinem, Typen von der Bruderschaft da gehört. Von, Matthias. Ja, nee, Matthias. Ja. Okay. Das ist nicht cool. Wenn ich jetzt allerdings schaue, wie viel Batterien ich noch habe, dann tappe ich raus und das will ich auch nicht. What the? Ups, was war das denn? Und bam! Dass man überhaupt so viel Kraft hat, da hochzuklettern, ist unglaublich. Alles geplant, alles geplant. Ja, ist klar. So, geht doch. Erreicht sie das? Ja, ist klar. So. Oh shit, okay. Okay, ich muss neue Batterien holen. So, weiter geht's. Na komm, stirb. Hallo? Ja, ernsthaft? Der da drüben hat einen fucking Pfeil ausgehalten und du hältst drei aus. Na geht doch. Enemies these days. OMFG. Okay, was haben wir hier drin Schönes? Na komm! Irgendwo ist ein geheimes Grab in der Nähe, aber ich werde das mal nicht auf... Na, das ist dann wahrscheinlich irgendwo das geheime Grab. Werde ich das erforschen oder nicht? Ich weiß es nicht. So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Okay. Und warum zur Hölle vibriert mein Controller andauernd, wenn ich irgendwie sowas sehe? Also wenn wir sowas offen haben? Ach, warum nicht? Wir können da und da lang. Was haben wir hier? Na, sind wir voll? Okay. Aber hier haben wir was. Sweet! Eins von drei Teilen gefunden für das Gewehr. Okay, und rüber! Jawoll! Like a boss!
Find's ja immer schade, dass es diesen Gräbern keinen kürzeren Hinterausgang gibt. Boah! Keinen kürzeren Hinterausgang gibt. Was ist denn nur los? Meine Fresse. Wir haben nicht Sonntag und die Fahrspur nicht trotzdem andauernd. Ihr wisst gar nicht, wie mir das auf den Sack geht, wenn ich mich verhaspe. Ja, komm. Das sieht einfach so komisch aus. Sie schlägt dagegen und schon ist die komplette Kiste kaputt. Reliquienjäger, so sieht's aus. Wo sind die ganzen Kinder hin? Das ist eine gute Frage. Und ich bekomme immer mal wieder Steam Achievements. Und die seht ihr, glaube ich, gar nicht. Also, ich glaube, ich habe mir mal ein Video angeschaut und hätte an der Stelle eigentlich ein Achievement sehen müssen. Wurde aber keins angezeigt. Also, wundert euch nicht, falls ich irgendwann mal Reliquienjäger oder sonst was sag. Sind alles Achievements. Das überflutete Gewölbe. Ich finde es auch übrigens ziemlich schade, dass es bei Steam keinen Gamerscore gibt. Wäre eigentlich ganz cool. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Okay. Ich denke mal, wir kommen da unten rein. Yep. Es muss einen Weg über dieses Wasser geben. Natürlich. Gibt es immer. Okay. Ein Fluss, okay. So, und da können wir uns nach vorne ziehen. Ja. Oder eben auch nicht. Moment, gehen wir einfach mal da rein. Hier haben wir gar nichts, okay. Ja gut, da kann man, das kann man ja einsprengen, nehme ich an. Ah. Ja, so wie dazu. Aha, das geht also doch. Weil normalerweise sind die ja direkt kaputt gegangen, wenn man eine Granate auch nur dagegen geschossen hat. Aber inwiefern das jetzt was bringen soll, ist eine andere Frage. Okay. Und was sollen wir mit dem Floß hier anstellen? Ach so! Oh Gott, ich habe das gar nicht bemerkt. Natürlich. Ach komm. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit! Nein! Geh da! Fuck! Ja. Es muss einen Weg über dieses Wasser geben. Puh. Ich meine, wenn der scheiß Floß irgendwie in eine Richtung. Ja, gehen würde, schwimmen würde. Jetzt aber, oder? Na komm. Hm.